Ich weiß nur nicht warum. So, aber was mir aufgefallen ist, da Gutes lag noch. Auge. Habe ich nicht gesehen. Ja, ich schon. Weil, hey, ich stand hier gerade so und wollte Oma schieben und habe so rüber geguckt und Ach, dachte, das war das, weswegen du so Moment. gestockt hattest. Ah. Ja, richtig. Oma, komm gleich wieder. Halt die Stellung. Wünsch mir Glück. Okay, Ladebild. Hä? Ja, das ist immer so, wenn du irgendwo runterhüpfst und kurz wird schwarz und dann. Weiß ich nicht, ob das so eine Art Blinzeln darstellen soll. Oh, ich glaube, Oma hat die Uhr verstellt. Oma, spiel doch nicht immer eine Uhr rum. Oder Oma will nur sicher gehen, dass uns keiner überrascht. Ja, doch, stimmt. So kannst du von hinten nicht angegriffen werden. Oma ist super drauf. Gott sei Dank haben wir Omi. Weiß gar nicht, wo wir ohne Oma hin wären, ey. Das. Ach, könnt ihr schreiben, wir sollen Tante Rodi in Ruhe lassen. Oma. Hat sie. Oma heißt sie hier. Ja, das ist Oma Baker. Ist mir egal, ob die Tante Rhody heißt oder nicht. Das ist Oma Baker. Weil, Interessant. Oh, du verlässt den Spielbereich. ja, nee, also nicht nur ich, ne? Also okay, der ist ja okay, aber. Der hängt nicht Ja, richtig drin. komm. Der auch. Das ist ja. Ey, würde ich ja gleich. Fusch. Ich würde gleich das reklamieren, ne? Ja. An deiner Stelle. Also. Also an meiner nicht, weil ich habe ja nichts bezahlt. Oh, ist schon dunkel. Das haben wir ganz am Anfang schon mal gesehen. An dem Baum hing das dran. Stimmt. Zur Begrüßung. Ah ja, stimmt, ich habe die Sprache auf Englisch umgestellt. Ich habe mich gerade selber erschrocken. Weißt du, was jetzt richtig, richtig mies wäre? Was denn? Der Zombie-Sound, wenn mir einer folgt bei Twitch. Ja. Muss dann so. Macht die ganze Zeit, so 7 Sekunden lang oder so. Ich habe den selber eingestellt, ne? Eigentlich ist er ja gut. Ja, ich habe den aus mehreren Zombie-Sounds zusammengeschnitten, weil alle waren immer nur so kurz. Ja, da liegt was, okay. Hätte jetzt erwartet, dass da einer rauskommt. Aber hier ist gar nicht genug Schmodder dafür, dass hier irgendwie einer von den Molded kommt. Munition? Ich nehme die immer zu schnell mit, ne? Hast ja nicht geguckt, was für Munition war. Ja, genau. Oh, verbesserte Pistolenmunition habe ich jetzt auch wieder genug bei. Schön, schön. Warte mal, dann können wir ja die eigentlich. Oh. Neues Durchgeladen. Bild schreibt, er dachte, da hängt die Alien-Mutter. Ja, doch, so auf dem ersten Blickwinkel, so hätte man. Ja. Wäre aber das falsche Spiel. Zugangskarte rot, Alter, wenn hier die Zugangskarte rot liegt. Hier passiert doch gleich wieder was. Kannst du mir noch nicht erzählen? Also ich meine mal. Naja. Boah. Ein Stück, was auch immer. Rinderhälfte. Ja. Bei der Länge. Bin kein Schlachter oder so, aber. Krank. Krahank. Hör was. Ah, alte Rohre vielleicht bloß. Tja, Deine Rohre. die knarren manchmal. Ich bin schon wieder. Nein, ich Idiot. Ich bin hier unten im Keller. Ich bin im Keller in dem einen Raum, der verriegelt war. Genau, die Und Werkstatt war das. ich muss durch den Keller wieder raus. Ich habe ja gar keine andere Wahl. Ich habe die Wahl, jetzt nach rechts zu gehen oder geradeaus durch, aber sonst. Tja. So, also wenn ich jetzt so ein Vieh wäre, würde ich hier gleich links um der Ecke stehen. Rechts meine ich. Links, rechts ist egal, ich kann nicht mehr. Ist alles voller Schlonze oder wie? Okay, rettest du hier mal gerade das Mikrofon von mir? Oder nicht? Doch, pass ein bisschen drauf auf. Echt super. Natürlich. Ich hab gehört, da ist was. Irgendwo. Ganz nah.
komm, leck mich doch fett. Hinter mir. Hinter mir? Hinter mir. Sache. Schöner Schuss. Also. Ja. Hinter mir. War was. Ich hab's gehört. Ein Glück, dass ich die Ohrstöpsel umgedreht habe, wo sie jetzt dass sie wieder richtig sind, ne? Gut, ich habe nur einen von beiden Kopfhörern drin, deswegen. Habe ich den hinter dir zum Beispiel gar nicht gehört. Ach so. Okay, ja gut, du musst ja auch nicht zwangsweise. Oh, beide drin haben. Ich mach mal eine. Starkes doch könnte ich eigentlich machen, wa? Ja. Ja, du siehst schon recht rot aus. Bah. Ekelhand. Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Ja, wahrscheinlich wäre es wirklich einfach egal gewesen, ob ich irgendwie links oder rechts oder. Wahrscheinlich wäre so oder so, wenn die gekommen. Vermute mal getriggert. Ja. Muss ja. Muss. Du hast ja schließlich was Wichtiges gefunden. Schatzfoto packen wir auch erstmal weg. Rotfinde können wir durchladen, dann haben wir den Platz wieder frei. Tja, dann wartet wohl das Kinderzimmer auf dich. Ja, warte. habe ich hier noch nur Spaltmittel? Schade. Sonst hätte ich mir jetzt nochmal Munition gemacht, aber so will ich mir das wieder aufheben und je nach Situation dann wahrscheinlich entscheiden. Und okay. Erstmal die Pistole. Pistole ist immer gut. Also ich weiß an Resident Evil 1 bei mir, mein erster Run auf DS war auch so. Ich war so unglaublich sparsam, dass ich am Ende irgendwie gefühlt 10 Schuss für den Granatwerfer, 50 Schuss für die Schrotflinte und ich weiß gar nicht, wie viel Schuss für die Pistole übrig hatte. Wobei Pistole hielt sich in Grenzen, weil ich habe fast alles mit der Pistole umgenietet, weil ich immer davon ausgegangen bin, da kommt gleich irgendwas. Wenn du stirbst, gehst du halt und holst dir die Schrotflintenmunition und machst dann alles platt damit. Das war ja auch immer das Gute an Resident Evil. Du warst immer im Gefühl, unterlegen zu sein und immer in Acht sein zu müssen. Ja, und am Ende schließt du das Spiel ab und hast deine Kiste noch voll mit Munition. Ja. Nee, was ja auch okay ist, das soll ja auch so sein und genau das Gefühl kriegst du hier einfach wieder. Also ich. Ja, ich hab's auch und ist ja wunderschönes Spiel. Nur halt, ja, es bleibt so viel offen am Ende. Das weiß ich nicht. Noch nicht. Ich hoffe, da wird mit den DLCs dann wenigstens. Ja, also vielleicht wollen sie ja genau darauf hinaus, dass du nochmal dir die DLCs kaufst oder die Season Pass. Ja, wahrscheinlich. Da machen sie ja auch nochmal schön gut Geld mit. Naja, ich sag mal. Also, muss mal ganz kurz. Ich denke, obwohl kann ich es ja so lassen, dass die, also was den PlayStation-Preis angeht, okay, der ist 60 Euro. Muss man denken, PC-Preis, ne? Der ist jetzt schon bei 30 Euro. Vom Spiel. Ui. Also ich habe schon gesehen zwischendurch Angebote 30 Euro für PC. Und wenn du dann noch den Season Pass dazu rechnest und der hoffentlich ähnlich, sagen wir mal, bei Resident Evil 5, wo du an den Kampagnen teilweise 2-3 Stunden gesessen hast. Boah, ich kann es mir vorstellen. Also was ich gelesen habe, sind es ja für den ersten DLC 2 Videomaterialien. Und ich kann mir vorstellen, so eine Stunde pro Videomaterial. Ja, das wäre okay. Aber wenn ich das richtig mitbekomme, ist der erste DLC zum Beispiel nicht kompatibel mit der VR-Brille. Komisch. Ja. Aber na gut, du kannst ja trotzdem die aufhaben, ne? Ja. Dann sitzt du halt in deinem Kinoraum, in deinem privaten. Ja, dieser Raum sieht so hübsch und aus. Katja fragt, welcher Resident Evil Teil unser Lieblingsteil war. Insgesamt 4 auf der Wii. Aber ich habe nicht alle gespielt, im Gegensatz zu Aurel. Und nach der 4 auf der Wii kommt Resident Evil 5, weil wir den im Koop gespielt haben. Da war die Story eigentlich schon relativ für den Arsch und Zombies gab es nicht mehr. Aber Koop. Der allererste Koop. Koop, ja. Aber mein Lieblingsteil bleibt der Remake von Resident Evil 1. Durchaus zu Recht. Oh, da geht's auf den Dachboden. Mondscheinsonate? Es ist kaputt. Oh. Das wäre jetzt cool gewesen. Das wäre wieder so ein schönes Easter Egg gewesen. Oh, mir rutscht das hier immer raus. April. Punkt April. Bin mit Mami zum Krankenhaus in der Stadt gegangen. Die haben mit einer komischen Maschine ein Foto von meinem Kopf gemacht.
Dann hat mir Mami ein Puzzle im Spielzeugladen gekauft. Mit 259 Teilen. Neusbert schreibt, er hat nur Teil 6 geschrieben. Gespielt. Dann sind ja die guten Teile entgangen, wie ich merke. Teil 6 ist meiner Meinung nach der schlechteste gewesen. Das wäre ein gutes Action-Spiel. Ja. Aber, also wir haben, ich habe es nicht mal durchgespielt, weil ich es einfach schlecht fand. Warte mal, ich kann mal wieder ausrichten. April. Dover Oliver ärgert mich immer. Du bist krank im Kopf. April. Ich habe Oliver angelogen. Ich habe ihm gesagt, er soll zu meiner Geburtstagsfeier kommen. Dann habe ich ihn von außen auf dem Dachboden eingesperrt mit meiner Fernbedienung. Er hat geheult. Lass mich raus, Lukas. Ich dachte, es wäre Evelyns Zimmer? Zimmer. Nein. Jetzt fällt mir auf, hier ist viel zu wenig weiblich. Und Evelyn hat ja schon ein Zimmer im alten Haus bei Mami. April. Ich habe die Fernbedienung verändert, damit die blöde Zoe nicht mehr zum Dachboden kann. Ich habe sie mit einer meiner Trophäen vom Erfinderwettbewerb vereint. Jetzt wird sie sie nie finden. Ich frage mich gerade, wer ist Oliver? Na, irgendeiner. Irgendein Junge. Irgendein Junge, ja. Aus seiner Klasse vielleicht. Schule. Baseballschläger. Steht da was? Nee, ist weggerubbelt worden. Da stand mal was. Warum hängt denn der nicht an der Wand? Aha. Pokale. Sonderpreis Amateur-Robotermeisterschaft 1998. Schnauze. Oh, die Fensterklapper-Mission ist alt. Das ist normal. Ich weiß. Zweiter Platz. Dritter Junioren-Erfinder-Wettbewerb. Alter, der Lukas ist voll schlau. Ja. Das macht mir zum einen für diverse Rätsel noch ein bisschen Sorgen. Ja. Und zum anderen. Könnte der mit dem, Schiff, hier ist ein Schiff im Bayou gestrandet und von diesem Schiff aus muss ja das hier irgendwie schon, ach ja stimmt, ich kann es ja mit der Maus, ist ja auf dem Schiff anscheinend dieser Virus, Parasit, was auch immer gewesen. Es würde mich nicht wundern, wenn Lukas denn da mit seinem Erfinderreichtum nochmal nachgeholfen hat. Interessante Theorie. Danke, danke. Ich weiß zwar nicht, warum so ein Junge Schrotflintenmunition in seinem Schrank hat. Andererseits ist er Erfinder, der wird die schon irgendwo für gebraucht haben. LCS, okay. Ja, der schreibt, ihr Lieblingsteil ist der mit You Can't Hide Forever oder Damn You Chris. Damn you, also Chris. Teil 5. Und Neusbert schreibt, hat er etwa die Omi zum Cyborg umgebaut? Die Omi? Interessante Theorie. Guck mal, da war noch einer. Dietrich. Das weißt du ja eh, Arsch. Pillen. Wenn ich nochmal Pillen einschmeißen, um mich hier noch mehr umzusehen, war. Ja, aber ich glaube, es lohnt nicht. Nee, hier lohnt sich es nicht. So, eine Lampe, das ist eine seiner Erfindungen. Ach, der hat dem eine Trophäe zur Lampe umgebaut. Ja. Cleverer Junge. Auf jeden Fall. Warte, was war das? Vierter Platz? Vierter Platz. Nee, erster Platz. Vierter Junioren-Erfinderwettbewerb. Schlapp. Er und ich hätten bestimmt super Freunde werden können. Ja. Also er und Ethan. Ja, ich dachte, es wäre ein Mädchenzimmer wegen dieser Anrichte hier und wegen dem Zeug. Stimmt. April, Oliver hat zu schreien aufgehört, aber manchmal höre ich von oben ein Klopfen. Mai, es stinkt total und so ein seltsamer Saft tropft von der Decke. Wie auch immer, weil ich Zeit hatte, habe ich die Fernbedienungstrophäe noch einmal verändert. Jetzt leuchtet sie sogar nachts. Ah, mit dem Hinweis hättest du sie spätestens gefunden. Ja. Ich meine, es war relativ offensichtlich, aber dafür habe ich ja hier zwischendurch, bin ich ja ewig rumgeirrt, weil ich dann mal den einen oder anderen Schlüssel nicht gefunden habe. Also von daher. Zum Beispiel ganz am Anfang, wenn du da vor Jack abhauen musst, liegt der Schlüssel im Flur, ne, auf dem einen kleinen Schränkchen. Ja. Ich bin einmal dran vorbeigerannt. Oh. Oliver? Omi hat Kuchen für dich gemacht. Ich hab was davon in meiner Flinte. Ich dachte, du bringst jetzt die Fischköpfe nach oben zum Füttern. Simpsons. Ja. Der böse Zwilling, der eigentlich voll nett war. Happy Birthday. Hatte ich gestern.
Müsste ich eigentlich jetzt gehen und mir angucken, ne? So, aber wenn. Nee, 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 nee. Spielzeugfilter. Verdammte, ja. Hä? Was? Jetzt fällt mir gerade was auf. Schönen Dank auch, Arschloch. Was? Nee. Ich sag das zu oft in letzter Zeit, tut mir leid. Attitude. Erzähl, was fällt dir auf? Da liegt eine Spielzeugflinte und eine Spielzeugaxt. Mhm. Die habe ich natürlich eingesammelt und auch mitgenommen. Mhm. Aber nie benutzt. Okay, Renovierungsvertrag. Kunde, Ach, Jack. Neusbert hat heute Geburtstag. Baker. Herzlichen Glückwunsch. Neusperr, alles Gute. Happy Birthday. Wie alt bist du geworden? So, Auftragnehmer. Trevor und Chamberlain Construction. Renovierungszeitraum 10. November 92 bis 30. November 92. Umfang Installation von schattenaktivierter Tür in Eingangshalle. Schattenaktivierte Tür in Eingangshalle. Na, da wo du den mit dem Schattenspiel diese. Ja. Ach ja, das ist. Ja, okay, ja klar, macht Sinn. Neusbert, warum hast du eigentlich heute nichts Besseres zu tun, als zu feiern? So. 30 ist er. 30, Oh, erstmal sogar ein runder Geburtstag. alles Gute. 30 erwartet mich nächstes Jahr. Warum hängst du denn bei uns kaputten im Stream? Fühl Freue mich mich drüber. geehrt. Ich freue mich immer drüber, über dich, das weißt du. Aber. Da können wir jetzt mal einer sagen, was man mit den beiden Sachen macht? Mitnehmen. Aber wofür? Das muss ich wohl noch rausfinden. Nein, steht aber auch in der Beschreibung. Ich habe mir keine Beschreibung durchgelesen. Ich lese nie Beschreibungen, wenn ich nicht muss. Nur ein Kinderspielzeug kann also nicht als Waffe verwendet werden. Holzmodell einer Flinte kann also nicht als Waffe verwendet werden. Okay. Na gut, Ich. das gilt es also noch herauszufinden. Also, ich weiß ja, habe ja mitbekommen, du musst für die eine Pistole, die ich ja schon in Die Tasche habe, Defekte? ja, musst du ja ein Reparaturkit finden. Ja. Und wir haben von Oma eine defekte Flinte. Die hängt aber in dem einen Raum fest, der sich dann schließt, wenn man die Flinte rausnimmt. Ah, du könntest also die Defekte mit der und dann mit der Meine Reparaturkit. Mutmaßung wäre, du könntest entweder die Pistole reparieren oder die Flinte. Stimmt, darauf bin ich auch nicht gekommen. Und was machst du mit der Axt? Das kann ich dir nicht sagen. Ich bin ja hier nicht für alles zuständig, ja? Nicht? Nein. Wenn nicht du, wer dann? Neusbert, der ist heute 30. Er hat heute sagen. Nee, ernsthaft, also ich wüsste schon gern, warum. Also, was. Also mit der Schrotflinte ist gut. Weiß nicht, ob es sich das lohnt. Ob die andere Schrotflinte so viel stärker ist. Geht gar nicht auf. Judgment, dieser Ball. Urteil, das Gemälde zeigt eine Frau, die vor einer Menge kniet. Okay. Und das Puppenhaus Geht unten, nicht, also wir ja. konnten ja eins schon mal aufmachen. Ist hier leider nicht. Weißt du, was auch cool wäre? Wenn das nicht nur so ein Standard-Puppenhaus wäre, sondern wenn das das Spencer-Anwesen wäre oder sowas. Ja, das wäre doch was. Sag mal, das stand doch in den Arklay-Bergen, oder? Arklay Mountains. Ja, genau. Es gibt hier ein Gemälde von den Arklay Mountains, ne? Echt? Ist dir das nicht aufgefallen? Nee, das ist mir entgangen. Okay, warte mal, bevor hier ich irgendwas triggere. Dürfte ja jetzt eigentlich nirgendwo einer sein, weil ich habe ja nichts ausgelöst. So. Oder noch cooler wäre, Neusbett feiert und hat uns nebenbei einfach an und alle sitzen da und amüsieren sich über mich. Wer weiß, Neusbert, sind wir euer Abendprogramm? So, wo war es denn? Unten? Zack, zack, zack. So, kann ich ja gleich mal meine Theorie testen. Ja, sehr gut. Gib mal her das Ding. Jo. Okay, Ich dann habe gerade die Flintenholzattrappe da würde reingeworfen. mich nur interessieren, wo das mit der Axt ist und muss ich übersehen haben. So. Staune. Arklay-Berge. Okay, 91. 91. Ja. Also, ich weiß nicht, ob das eine Referenz einfach nur nochmal zu Resident Evil 1 sein soll oder ob das hier. Das ist zumindest ein kleiner Easter Egg. Heusberg schreibt, ein Gentleman genießt und schweigt. Alles klar. Heusbert, auf dich. Ich würde gern. Soll ich dir dein Glas reichen? Ja, reiche mir bitte. Danke. Es ist nur Saft. Frischsaft und Selters. Oh. Ah, es trinkt sich doof mit der Brille. Ja, Angst.
Scheißdreck her. Warte mal, es geht so nicht. Es geht gar nicht. Alle hab... Willkommen in der Realität. Hier gibt's nichts zu sehen. Boah. Es ist ja hier wie 3D. Aber die Grafik ist voll scheiße. So. Viel besser. Hier habe ich wenigstens eine Flinte. Ja, das ist ein Argument, da zu bleiben. So, ich wollte hoch. Ich bin nicht gut in Singen, Neuspert, sonst würde ich dir noch ein Ständchen bringen. Ja. Wir verzichten alle. Wir gucken uns dafür die Happy Birthday Video. Oh ja, an. Genau. Ich finde es ja cool, dass der einen Tag nach mir hat. Ja. So, dann. Mal kann ich jetzt. Bist du so weit weg? Weiß nicht. Warst du näher dran? War wesentlich näher dran. Vielleicht war ich. Warum bin ich auch eigentlich nicht ausgerichtet? So. Oder weil du jetzt von hinten geguckt hast. Ich habe, glaube ich, mich da vorgestellt und geguckt. Einmal. Weiß nicht. Nee. Ein Neusbert Stück. Schreibt, seine Frau hatte auch gestern Geburtstag. Was? Mensch, dann alle gute nachträglich. Sachen gibt's, ne? Wir haben auch einen Arbeitskollegen, der zum Beispiel heute Geburtstag hat. Aber was ist denn im Januar los? Weiß auch nicht. Deine Frau hatte auch Geburtstag. An seinem Tag hatte ein Arbeitskollege Geburtstag und die Tochter von einem anderen Arbeitskollegen. Und mein Halbbruder. Das ist doch. Danke, Alter. Von Neusberg. Neusberg. Bitte. Ups. Ja, das war nicht ganz so einfach, dieses Schattenspiel. Nee, definitiv nicht. Ich glaube, nee, das ist nicht. Jetzt sollte ich mich mal nicht auf den einen Punkt da irgendwie so fixieren. Warte mal, das sieht schon mal ganz gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das zählt schon. Ja, so eine. Oh, wer hätte das gedacht? Ich sag doch, das Puppenhaus, hä? So was bräuchte man für zu Hause. Reiner Reflex. langsam wird mir ein bisschen warm und eklig. So, hier ist ja überall sonst auch was versteckt. Naja, ich laufe nur durch und nehme mal mit, was ich so sehe, aber manche Dinge, ne? Sind gut versteckt, ja. Okay, also die Flinte hätten wir damit. Omas Flinte hätten wir damit. Oh! Mr. Everywhere. Okay. Ja, den musst du erschießen. Den muss ich. Musst du einen Schuss für opfern. Macht nix, nehme ich. Für Mr. Everywhere machen wir das doch. Okay. Ui. Weißt du, was eine der übelsten Szenen war mit der Brille? Na? Wo du mit Mia gespielt hast. Und unten in diesem Zwischenboden. Und dann alle Kerzen nach und nach ausgingen. Boah. Und auf einmal Marguerite vor dir stand. Ja, die ist ja direkt vor dir gewesen. Die war so nah und du siehst es ja jetzt mit der Brille und jetzt stell dir das vor. Nein. Ich glaube, du hättest ausgemacht. Ja. Ja, und ich glaube, da hätte jeder Verständnis für. Meine Frau hat mich auch immer wieder gefragt, warum ich mir das eigentlich antue. Naja, weil du das komplette Resident Evil-Erlebnis haben willst. Ja. In deinem Fall total nachvollziehbar. Ich wollte einfach nur mal rausfinden, wie es hier so ist. Naja, ich. Aber du musst ja zugeben, diesen kleinen Kick, den du bei jedem Schock kriegst, der. Ja. Reizt doch immer wieder. Und das allein nur schon, obwohl ich halt nicht mal mit Brille am Anfang gespielt habe, war das schon echt übel für mich. Deswegen mehr als 2-2,5 Stunden geht. Also vom Stream her nicht, weil, naja, man muss sehr viel reden. Aber auch so von meinem Nervenkostüm, glaube ich. Hätte das nicht so lange funktioniert. Ja, man muss es ja auch nicht übertreiben. Oh, Telefon. Wo waren das? Da hinten, ne? Ja. So, das ist doch bestimmt nicht Zoe. Nee, Zoe hat ja gerade eine Auszeit. Lukas. Auszeit ist gut. Ja. Hey, Buddy. Remember. Those two key cards will get you into the party. Don't be late now. Let me talk to Mia. No. You gotta show up first. You haven't forgotten where the party is, have you? You can get in from the courtyard. So come on, man. Everybody's waiting for you. Yeah. Come on, man. I'm coming for you, guy. Lukas wartet.
Kleiner Test. Ja. Gut. Viertel elf. Hä? Viertel elf. Ja. Ein bisschen komisch, dass hier. Hier ticken die Uhren halt anders in ländlichen Gebieten, ne? Ja. Okay, den Gegner hast du jetzt schon vorher besiegt. Nein. Ist schon neuer wieder. Ja. Ich wusste ja. Doch, dass ich mich nicht geirrt habe. Oh. Wusste ich, dass er respawnt. Oh, sauber erledigt. Ey, wenn Bobolus das sehen könnte. Der wäre stolz. Aber hallo. Aber zum Glück gibt's ja die Dinge auf YouTube noch zu sehen und da kann er sich's ja nochmal angucken. Wenn ich dran denke, werde ich hier bei Twitch kannst du Clips machen, so maximal 30 Sekunden, ne? Okay. Und dann werde ich mal gucken, dass ich das klippe und ihn nochmal schicke. Ja. Ja, so ein kleines lustiges Feature für die Community im Prinzip, wenn so ein Streamer sich so richtig abfuckt und in diesem Spiel zum Beispiel unglaublich erschreckt. Jetzt ist Zeit. Oh, so wie der da zum Beispiel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war aber Luckshot gerade, der aber letzte. Gut. Wird Zeit für. Für Neusbert sein Video. Ja, und speichern. Und speichern ist. So, ich bringe dir erstmal die kaputten Sachen, nämlich hier mal. Muss mal kurz. So, was haben wir hier? Defekte Flinte und. Das Ding, der Scheiß kann weg. Den Schlüssel brauche ich, glaube ich, erstmal nicht. Nö. Ich habe zwei Dietriche gesammelt, was hältst du davon? Du könntest natürlich ins Haus gehen und die benutzen. Jupp. Das, aber ich glaube, wie üblich werde ich das machen, wenn ich gar keine Munition mehr habe. Na, dann packst du auch erstmal hier rein, oder? Einen packe ich mir safe. Gut. Im Zweifelsfall, wenn ich einen benutze, habe ich automatisch den einen Platz wieder frei. Die rote Karte kannst du schon mal mitnehmen. Da, rote Zugangskarte. So. Wie viele Münzen habe ich? Ich glaube nur zwei, ne? Ja. Yep. Schade. Wolltest du Steroide kaufen? Ja, na sicher. Immer gib ihm. mach mal zu, das stinkt langsam mit dem Kopf, ey. Das geht gar nicht. So, Happy Birthday. Wo ist das Mikrofon? Warte mal, ich sag mal. Bin ich näher dran? Ja, es ist rechts von dir. Da so? Ja, so ist gut. Dieses Video geht raus an alle Leute, die heute Geburtstag haben. Happy Birthday.